Er ist ein Mensch und er hat menschliche Qualitäten. Das zählt. Ich bin stolz auf meinen Bruder, was er geleistet hat und freut mich so, dass er auch so gesund 70 geworden ist wie ich. Er ist für einen da, wenn man Fragen hat und so, dann nimmt er auch Zeit für einen, wirklich voll super. Lechner ist ein Begriff, ist in der Obergrauener Szene vor allem eine Marke. Martin Lechner produziert seit 1978 im Familienbetrieb in Bischofshofen hochwertige Blechblasinstrumente mit weltweitem Ruf. Dieser Tage feiert er nicht nur seinen 70. Geburtstag, sondern bekam von Landeshauptmann Wilfried Haslauer das große Verdienstzeichen des Landes überreicht. Martin Lechner steht für Verwurzelung in der Heimat, für Regionalität, für Bodenständigkeit und zugleich für höchste Qualität, für höchsten Selbstanspruch und einfach dafür, aus den Gaben, die man in die Wiege mitbekommen hat, in seinem Leben was zu machen. Es geht in erster Linie mal, was kann man für Qualität produzieren. Alles andere kommt dann von selber, es ist erfreulich. Aber die Qualität ist uns natürlich einmal wichtig, weil sonst ohne dem gibt es keine Erfolge und ohne dem gibt es auch im Endeffekt keine Auszeichnungen. Rund 300 Instrumente von Tuba bis Flügelhorn werden jährlich aus Bischofshofen in die ganze Welt geliefert. Und darüber hinaus befinden sich im Musikhaus Lechner auch noch ganz besondere Exemplare. Der Mozart hat ein Posthorn solo geschrieben und da haben wir eben genau ein Instrument dazu produziert, was das dazu perfekt passt und auch vor allem von der Intonation und vom Klang gut dazu passt. Das braucht natürlich ein normaler Musiker überhaupt nicht, aber das sind schon Herzstücke, so eine zu produzieren. Dass jeder Musiker mal klein anfängt, ist bekannt, aber dass jede Trompete am Anfang flach ist, hat uns erst Martin Lechner in seiner Werkstatt beigebracht. Da sieht man einen Rolling, wie er aus dem Blech rausgeschnitten wird. Dann werden die Enden links und rechts überbörtelt und auf einer Seite werden die Zähne reingemacht, damit das Ganze zusammenhält. Wird dann zu einem Rohr, kann man sagen, zusammengefügt und dann eben verlötet. Den Betrieb hat Martin Lechner bereits 2009 an seinen Sohn übergeben. Unsere Instrumente sind sicher heute auf alle Fälle besser denn je. Und das ist, ja, der Anspruch ist da. Und das meistert er und das macht eigentlich eine Riesenfreude.